Leute und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Es ist wieder diese ganz besondere Zeit im Jahr. Wir haben es soweit. Es ist wieder Weihnachten. Ich glaube, ich habe ja tatsächlich mein Let's Play im letzten oder im vorletzten Jahr tatsächlich. Ne, im letzten Jahr, glaube ich, zu Weihnachten angefangen. Und ich hatte grandioserweise eigentlich so den Plan, okay, ich beende es zu Weihnachten. Aber da habe ich ja nicht gesehen, was das für eine Arbeit sein könnte oder würde. Was aber gut ist, oder das auch wieder gut ist, ist natürlich, dass wir jetzt, Weihnachten hier haben. Ich will mal ganz kurz was wissen. Dafür muss ich aber mal ganz kurz. Nee, warte, vielleicht sollte ich nicht. Irgendwas, was ich definitiv nicht brauche. Zumindest nicht in so einer großen Menge. Ich will mal wissen, was passiert, wenn ich das da reinlege. So. Nix. Gut. Purchases. Das ist ja eigentlich, was man gekauft hat, nur, ne? Man kann da nichts reinlegen, ne? Na gut, egal. Was ich auf jeden Fall machen wollte. Bezüglich, ja, dem Weihnachtsupgrade, Update, Entschuldigung, ist wieder an den Kalender gehen. Ja, wir haben wieder einen Kalender, wieder sehr schön gemacht. Und ich sag jetzt schon, ich habe so keinen Plan, wo die ganzen Türchen sein könnten oder dürften. Eins habe ich auf jeden Fall jetzt schon mal gesehen. Da kriegen wir wieder die 100, wie heißen die Dinger nochmal? Sorry. Christmas. Geschenke kriegen wir da. Ne? Gut, und ich sag mal so, es ist auch echt schön gemacht. Aber da ist die 2. Da kriegen wir wieder. Was ist es? Snow. Okay, wo ist die 3? Hier ist auf jeden Fall die 5. Hier die 12. Hier die 6, da die 20. 21, 19, 14. Das hier vielleicht die 3? Nein. Hätte sein können, so 3 Striche gleich 3. Ah, hier in der Sternschnuppe. Cool. Ah, und man kann sie wieder produzieren mit den Geschenken, logischerweise. Gut. Oh, das heißt, es kommt auch wieder was von dem Himmel natürlich. So. Jetzt noch die Frage, wo ist die 4 fürs nächste Mal schon mal mehr angucken? Ah ja, da hinten, ihr seht das schon da im Hintergrund runterschweben, hoffe ich. Ist das hier die 22? Auf jeden Fall sehr clever dann. Ah, hier, die 4 ist an der Kufe, okay. Also 4 an der Kufe, 5 an der Schleife. Ne? Was sind die? Die 6 ist in den Wolken, die 7 ist. Aber hier ist die 17 auf jeden Fall. Voraussichtlich. Hier ist die 9. Da ist die 10. Also schon sehr clever gemacht. Ich hole mir mal ganz kurz. Oh boy, ich muss hier unbedingt auch die Bäume wieder fällen. Ah, da drüben. Oh boy, jetzt ist es auf der Produktionskette gelandet. So. Ja. Wieder Geschenke, die hier überall liegen, natürlich. Was ist das denn? Achso, das hatte ich ja so konstruiert. Hoppla. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn für ein Konstrukt? Wer hat denn das so? Ja, ich habe das so blöd gebaut. Okay. Wir kriegen auf jeden Fall die Geschenke zusammen. Was aber auch somit heißt, bei MAM ist jetzt auch das wieder verfügbar. Das war ja grandioserweise das Problem, dass ich das ja nicht schnell genug geschafft hatte. Ihr erinnert euch bestimmt noch. Sprich, da könnte ich ja jetzt nochmal gucken. Also, wie ich einfach 136 Dinger habe. Ja, hier. Da hatte ich mich das Problem, mir fehlten die Sachen dafür. Ja, gut. Struckelruckel. Oben im Cortex. So.
Ja, okay, das muss ich irgendwie so haben. Oh Gott. Da oben sind auch schon Geschenke gelandet. Das wäre eigentlich so voll clever, so einfach eine riesen Fläche über der Basis ziehen und dann alles absammeln, ne? Vor allem, wisst ihr, was mir auch gerade mal einfällt, so was Thema Clever anbetrifft? Clever wäre ja auch, wenn ich einfach eine Transportpipe, also Menschentransportpipe nehme, um mich hochtransportieren zu lassen. Ne? Na gut. Also jetzt erstmal gucken muss, ich brauche 200 von diesen Weihnachtssachen. Ah ja, genau, da war das Problem ja auch schon. Ich hatte nur zu dem Zeitpunkt gerade mal 25 von den Weißen. Und welche brauche ich denn noch? Aber ich brauche auf jeden Fall eine Menge davon. Ich muss allerdings auch noch mal kurz editieren. Weil das müssen ja insgesamt 200 sein. Und das hier müssen ja 200 sein. So. Und da sieht man dann schon mal, was man braucht. Man braucht 600 Eisen und 400 Kupfer. Die kann ich mir mal eben schnell snacken. Halt! Was noch viel wichtiger ist, wie kriege ich denn überhaupt die. Ja. Christmas, Free Dinger da. Die waren im Assembler, ne? Genau, die kriegt sich ja hier nirgends her. Ein temporärer Assembler mal ganz kurz geschustert. Was natürlich aber heißt. Assembler plus 1. So, nur um kurz nachzugucken. Nein, da war es tatsächlich nicht. Okay. Hoppla. War es dann hier drinne? Also wurde es speziell nur auf das hin zugeschustert? Nö. Oh, bitte, jetzt sag mir aber nicht meine Factory. Dann kriege ich aber einen Rappel. Ja, dann muss ich aber sowas von los. Okay, was macht man dann logischerweise? Man guckt natürlich wieder in die Rezepte. In einen Smelter, genau, man macht aus den Geschenken die Dinger. Ja, genau. Warum auch nicht? Ist ja auch total logisch. Na gut, dann. Wir haben 24 Tage, um das alles zu schaffen. Halten wir uns dran. Weil ich will ja MRM auch da in den Punkt hin gehend auch abgeschlossen wissen. Aber erstmal geht's nach oben. Zweite Sache. Ich habe ja das, naja, nicht Problem, aber die Tatsache festgestellt, ich brauche ja eine Menge Strom. Huch. Brauche eine Menge Strom. Und was muss ich natürlich machen? Mir grandioserweise jetzt nach oben leiten. Ne? Also den Treibstoff zumindest. Ich werde das unten verarbeiten. Okay, das sieht grandioserweise sehr cool aus. Nachteil natürlich, ich muss es erstmal wegräumen, um zu bauen auch. Ruckel, ruckel. Auf dem Wasserturm ist auch einer.
Ja, komm schon, Invasion der Geschenke, ne? Also ich sag dazu jetzt mal nichts. Einfach nur cool. Da sehen wir aber auch wieder mal, wie groß die Fläche allein ist, weil ich hier so lange herumlaufe, um überhaupt an eins der Endpünktchen ranzukommen. Nur um dann festzustellen, dass an der anderen Seite auch schon wieder was gelandet ist. So, was ich aber eigentlich ansprechen wollte ursprünglich, das muss ich jetzt grandioserweise jetzt nachholen somit. Wir haben ja grandioserweise vor Satisfactory Planet Craft gemacht. Ich glaube, das war zumindest das letzte, was wir da gemacht hatten. Das will ich wieder machen. Aber mit einem kleinen Update der Tatsache, dass ja jetzt der Koop-Modus angeteased wurde, also angegeben worden ist, dass er da ist. Und deswegen sage ich euch grandioserweise eins: Ich werde mich da dran machen und den natürlich mit der guten Lari versuchen zusammenzuzocken. Da werde ich halt gucken, dass ich für sie das Spiel einmal kaufe, als Geschenk. Und dann klar natürlich sage: Hey, lass uns doch ein, zwei Koop-Parts aufnehmen. Okay, grandioserweise ist da unten auch ein Riesengeschenk. Relativ platt allerdings, finde ich, rein optisch. Aber das kann auch daran liegen, weil es da so zwischen den Felsen ist. Und das ist halt echt gigantisch. Alter, ist das. Alter! Alter! Das ist ja nicht mal ein Geschenk. Leute. Ne? So. Einfach mal 20 drinne. Gut, ja, Smelter muss ich natürlich auch erstmal dann hochpushen. Weil ich werde natürlich zwei Smelter benötigen. Die natürlich auch erstmal wieder am Strom temporär hängen. Die baue ich dann am besten mal, ja, gerade auf dieser Ecke hier. Jetzt muss ich mal gucken. Produktion. Hier, Smelter. Das muss ich überlegen. Am besten hier. So. Jetzt Logistik. Ne, Organisation. Ne. So. Temporär jetzt. Ich weiß, ihr hasst es, wenn ich das sage, aber temporär, damit ich halt die Splits darin stellen kann. Ah, wenn meine Maus mal wieder mitspielt. So. Jetzt kommen hier die Geschenke rein. Dementsprechend kann ich hier auch die Geschenke kurz wegnehmen. Falsche Kiste. Okay, 500 ist natürlich eine Ansage. Ja, kommen die 18, lasse ich das, ne? So. Und dann sage ich natürlich hier. Genau. Die blauen und hier bitte die roten. Das sollte schon relativ linear dahin gestellt sein. So. Und die dürfen natürlich in einem Konvoi merge.
da reinfließen. Grandios. Gut. Dann werden hier erstmal rote und blaue produziert. Dann kümmere ich mich nämlich jetzt erstmal um MAM. Mehr oder minder, weil es wichtig ist. Und weil ich es halt beim letzten Mal nicht geschafft habe. Oha, wie schnell das auch schon leer gefressen ist. Hier noch mehr. Warte, wie viel braucht das eigentlich noch gleich? Ah, es braucht nur ein pro Ding. Warte, hier. Ja, ein Fistgift. Ein Fistgift, ne, das ist da auch eine. Okay. Das ist gut, dann ist hier eine vernünftige Menge drin. Und ich sammle dann währenddessen mal grandioserweise das da oben ein. Vom Wasserturm. So wie auch alle weiteren Geschenke, die hier irgendwo herum eiern. Grandioserweise. Toll. Gut. Aber sehr gut, dass ich jetzt so viele Radioactive Filter habe. Also für die Maske halt. Weil ihr seht ja. Okay, was ist das für ein Stirn? Seht ihr das auch weiter leider? Egal. Ja, dann gehen wir kurz dahin. Die Geschenke für mich fest? Ja. Gut. Muss ich nur kurz wissen, damit ich auf Schwissen landen kann. Aber ihr merkt gerade, ich habe eine sehr smarte und schnelle Fabrik aufgebaut. Eigentlich sogar grandioserweise. Also rein platzsparmäßig auch gesehen. Könnte ich eigentlich ruhig häufiger mal so gut hinkriegen. So. Geschenke kann ich jetzt erstmal wieder einräumen hier, sortieren. Gut. Okay, man kann das jetzt auch coolererweise so halten, ne? Wait a second. Ah ne, okay, das ist nur. Ich dachte gerade, kommt ein Geschenk darunter, aber nein, das war einfach nur so ein. Kranz mit einer Schleife. Aber gut, da ist schon wieder ein Geschenk. Oder noch. Da vorne ist eins. Keine Ahnung, ob ich das schaffe, aber da vorne ist auch noch mal eins. Kurzer Ruckler. Super, das waren jetzt eben zwei 20er, deswegen habe ich jetzt 40 schon. Okay, jetzt wird es interessant, weil das Geschenk da vorne ist mega risk zu holen. Oh, wobei, geht eigentlich. Wenn man etwas clever agiert. Dann sammelt man das Geschenk und ist auch schon wieder weg. Dann sammelt man das Geschenk und ist auch schon wieder weg. Ja, das ist ein guter Slogan dafür. Na gut. So, hier war doch eben noch irgendwo eins. Da vorne. So, haben wir schon 85. Ah, hier wieder so ein Ding, was halt nicht ganz grafisch da war. Da empfehle ich euch übrigens einfach kurz F drücken und kurz auf das angeblich nicht existierende Rohr klicken. Weil hier ist auch angeblich kein... Oh, das ist tatsächlich nicht existierend, weil da keins ist. macht Sinn. Ja, dann kurz einfach draufklicken und also draufhalten und dann könnt ihr das wieder sehen. Kurzerhand. So.
ich mal ganz kurz hier hinten noch hingeguckt. Ich spawne ja auch nur noch im Radius von einem selbst, grandioserweise. Das heißt, wenn man natürlich nicht grandioserweise in der Nähe ist, dann braucht man auch nicht mit 1 rechnen. Wait a second, habe ich euch nicht zerstört? Oder seid ihr jetzt nur noch Deko? Ne, Gasmaske, hä? Was soll denn das? Ich habe die doch zerstört. Oder kehren die jetzt immer wieder, wenn man... Ich zerstöre jetzt die auf jeden Fall nochmal. Weil eigentlich soll das ja gespeichert sein. AKA bleiben. Und eins weiß ich auf jeden Fall auch. Ich muss dann definitiv zusehen, dass ich, was die Maskenproduktion anbetrifft, Maskenproduktion. Was die Sprengladungsproduktion anbetrifft, auch mal eine Produktionskette starte. Weil, wenn ich das nochmal häufiger habe, dass das hier so, ich sag mal so in Anführungszeichen, resettet, dann kann ich es einfach damit wieder, ja, korrigieren. Hier ist auch eine Ecke aus dem Ding. Ah. Gut, dann habe ich zumindest die Plattform endlich irgendwie erwischt. Natürlich ist da noch eine zweite drinne. Aber die kriege ich leider so nicht. Gut, Spaß beiseite. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Gasdinger erneut zum Explodieren gebracht. Was jetzt wichtiger ist, wir brauchen mal unsere, ja, Weihnachtskugeln, die wir in Masse produziert haben. Wo auch ordentlich noch immer was nachrutscht. Okay, da ist noch gar nicht so viel drin. Ich kann ja mal gucken, blau und rot sind das, so wie auch weiß, weil ich ja weiß produzieren möchte. Rot, weiß. Ja gut. Muss ich noch mal gucken. Hat hier gerade gerüttelt, ne? Ja, da vorne ist ein Geschenk. Okay. Weil aber die Bäume sind auch... Okay, irgendwas ist noch nicht ganz koscher mit dem... hier, ihr wisst schon. Mit der Tatsache, ne? So. Genau. Weiß und gelb. Ah ja, genau. Die mache ich aus Rot und Blau. Das heißt, ich brauche den gelben. Danke. So. So. Gut, also mein Plan ist eigentlich zu achten, dass ich das jetzt hier eigentlich weiterbaue oben, aber jetzt mit dem Weihnachtsevent wird es doch nochmal einen Augenblick länger dauern. Aber wir sind grandioserweise in dem Part hier schon fast durch mit dem Part hier, ne? Kurz erwähnt sei. Das macht mir eigentlich auch schon wieder Probleme. Das muss ich kurz mal gucken. Hier sind wahrscheinlich 500 drin, genau. Und hier logischerweise 500, genau. Die verarbeite ich... Moment. Die verarbeite ich in einen Foundry zu den Dingern. Das heißt, ich brauche Produktionen. Ja. Das heißt, da brauche ich mal eben 2 von. Was wird dafür benötigt? 10 Rotoren, also 20 Rotoren, ein bisschen Beton und 20 von den Frames, von den Modularen. Das heißt, ich muss natürlich gucken, ob ich gerade das Glück habe. Ja, ich habe das Glück, dass die leer sind. Hier sind auch wahrscheinlich keine drin. Nein. 3 Stück und das war's dann auch schon. Das heißt, ich muss das Glück an den nicht vorhandenen Hörnern packen und mir das hier krallen.
Was war da jetzt noch? Genau, 20 von diesen Rotationen. Dingern, also Rotatoren. 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kommt das hin? So, ich fülle auf jeden Fall auf 70 auf. Und ein wenig Beton. Beton, Beton, Beton. Da brauche ich dann auch nur 20, glaube ich, war das, ne? Genau. Das heißt, ich brauche natürlich 40 bei zwei Stück. Warte, habe ich das denn überhaupt richtig gerechnet? Genau, 10, 10 sind 20, 20 sind 20, sind also 40. So. Das heißt, Foundry. Hierhin. Nicht ganz linear, aber passt schon. So, dann werden daraus die weißen und die gelben gemacht. Genau. Das heißt, muss ich wieder hier ein bisschen basteln, wenn ich das erstmal richtig hinkriegen würde. So, der kommt wieder weg. Dann ich auf jeden Fall da sein Anschluss. Und der da. Aua. Entschuldigung. So, jetzt muss ich kurz nachgucken. Es ruckelt schon wieder. Ich hasse das. Manchmal ist das auch ein bisschen gemein vom Spiel, wenn man gerade irgendwas nachgucken will. So. Genau, ich brauche 600 Eisen und 400 Kupfer. Also 400 Kupfer. Zwei, drei, vier. War schon der, ne? Genau. So, und Eisen. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. 6. So, dann habe ich nämlich kurzerhand nur das, was ich benötige für die Rezepte. Und dementsprechend kann auch nur das dann auch ankommen. Was ich aber noch bauen muss, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, deswegen muss ich das jetzt nochmal nachbauen. Jeder braucht ja seine eigenen. Der hier braucht die roten. Wait a second. Ruckelstruckel. Ach ja, das funktioniert aber auf der Höhe.
nehme ich den wieder weg. Gut, das. Nochmal sicherheitshalber. So, jetzt kurz geguckt. Das hier sind die roten. Der kriegt von den oberen. Also rechts rot, ne? Genau. Das heißt Kupfer. Und die roten. Und hier kommen die blauen rein. Und hier das Metall. Genau. So, da haben wir das grandioserweise schon zugeordnet. Warum lasse ich es noch nicht produzieren? Einfaches Prinzip, ich will erstmal grandioserweise diese Produktionskette hier komplett durchhaben. Dass alle Geschenke, die jetzt gerade drin sind, rausgeballert sind. Da kann ich dann kurz noch den Rest reinpacken. Das soll nämlich auch noch farben. Und dann sollte es auch reichen. Weil wir brauchen ja, wie ihr wisst, 200 von den... Ja. Iron and Copper, also die goldenen und die weißen. Und die stellen wir hier her mit zwei jeweils. Das heißt, wir brauchen also von beiden, ne, hier jetzt sogar drei. Das heißt, wir brauchen von beiden also einmal 600 und einmal 400. Ne? Das Schöne ist, das geht auch sehr gut auf, weil hier werden einfach zwei hergestellt bei ein. Und hier werden einfach eins bei eins hergestellt. Das heißt, bei Blau hat man ein wenig mehr als bei Rot. Das sieht man auch schon. Und dementsprechend kommt man auch auf die Menge, die man dann braucht. So, nächste Sache. Wir haben dann auch weniger Stromverbrauch. Ja. Ich habe mir zwar den jetzt hier hingestellt. Genau, ich kann zwar das Kabel schon mal abklemmen wieder. Das wäre die Idee. Genau, dann brauche ich nämlich die nur anschließen und dann, ja, laufen sie durch. So, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal abgeklärt. Jetzt die Frage, was brauche ich denn noch dafür? Wenn ich das bloß noch besser abschirmen könnte. Ach ja, Katerium sind wir auch noch nicht ganz durch. Was brauche ich eigentlich hierfür? Och, 50. Warte mal. Das mache ich ja im Schlaf hier. 25 von denen und 50 davon. Das mache ich ja wirklich komplett im Schlaf. Warte, wo sind denn hier die Highspeed? Da. So, 25 davon. Und hier von 50. Aber grandioserweise ist das wirklich so das Einfachste. Autsch. Hier, Katerium. Hab dafür. Somit haben wir das auch komplett. Hard Drive haben wir jetzt gerade nicht mit. Brauche ich auch jetzt gerade nicht. Viel wichtiger ist jetzt, das hier erstmal zu haben. Und dafür sind wir ja gerade am Zurechtsammeln, ne? Jetzt frage ich mich nur gerade. Druckelstrucke. Hier gibt es auch nichts, ne? Genau.
16 geschredderte Sachen. Jetzt müsste ich mal ganz kurz mein Gehirn anstrengen, um zu wissen, was ich eigentlich noch machen wollte. Verdammt! Naja, was auf jeden Fall feststeht, im nächsten Part geht's weiter. Von daher bedanke ich mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich einfach beim nächsten Mal hier wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao. Tschüss.